Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin Amelio Urs, heute geht es um Erste Hilfe. Und euer großer Wunsch und Wille waren Fallbeispiele. Und here we go. Der eine oder andere hat es vielleicht mitgekriegt, im letzten Jahr waren wir in einer Schule oder in der Schule für Tai Chi und Qigong in Hamburg-Bahnfeld in der Wuwei zur Ausbildung von Trainern, Übungsleitern und interessierten Schülern. Und eine der Teilnehmerinnen, schon im fortgeschrittenen Alter, gab dann irgendwie zum Besten bei der Vorstellungsrunde, ihre größte Angst wäre, dass wenn ihr Mann was passieren würde. Beide Rentner, beide also durchaus in einem Alter, wo bestimmte Notfälle auch durchaus mal vorkommen und passieren können. Und irgendwann kam das Thema Schlaganfall auf den Tisch, wie man diesen erkennt. Und das ist sehr einfach. Den können auch Laien sehr, sehr einfach erkennen. Es ist, dass du zum Beispiel dein Gegenüber bittest, dich anzulächeln. Bei einem Schlaganfall wird nur die eine Mundwinkelseite hochgehen. Bei dem anderen bleibt sie entweder gleich oder geht irgendwie so ähnlich wie das Lächeln einer ehemaligen Bundeskanzlerin Richtung Erdmittelpunkt. Ein weiterer Punkt ist, dass man denjenigen bitten kann, die Augen zu schließen. Häufig ist es beim Schlaganfall so, dass die keinen vollständigen Lidschluss haben. Dass sie das eine Auge also vollständig schließen können, das andere Augenlid halt nicht. Die nächste Nummer ist, dass du denjenigen bittest, einen einfachen Satz nachzusprechen. Heute ist ein schöner Tag. Draußen brüllen die Vögel, es scheint die Sonne. Wahrheitsgemäß. Bei einem Schlaganfall kann es passieren, dass derjenige entweder nur so komisch vor sich hin muschelt oder gar nicht sprechen kann. Bei dem gar nicht sprechen können, bitte aufpassen, meine Damen und Herren. Und das ist ein Fehler, den ich sehr, sehr häufig von Profis gesehen habe. Das Ding ist, dass die sich nicht artikulieren können oder häufig sich nicht artikulieren können. Der Haken an der Sache ist, dass die alles um sich herum bei vollem Bewusstsein mitkriegen. Und das, meine Damen und Herren, ist der Stoff, aus dem eine handfeste, ernsthafte Panik entstehen kann. Diese Panik bei einem Schlaganfall, sei es jetzt ein blutiger oder ein unblutiger, ich komme gleich drauf, macht die Situation für den Patienten noch schlimmer. Ein weiterer Punkt, wie du feststellen kannst, ob derjenige eventuell einen Schlaganfall hat, dass derjenige sich vor dir hinstellt oder auch im Sitzen, dann soll er beide Arme gleich hochheben. Bei dem einen Arm wird es funktionieren, der andere Arm wird entweder gar nicht hoch oder wird irgendwie völlig unkontrollierbar in irgendeine Richtung gehen. Bei dem sich nicht artikulieren können, Vorsicht Leute! Denn der ganz große Haken an der Sache ist der, dass die sehr, sehr häufig voll bewusst alles um sich herum mitkriegen. Aber diese Verbindung zwischen Zunge und Gehirn tut nicht mehr. Und das kann entweder zeitlich begrenzt sein, dass dieses nicht mehr tut, oder das kann relativ, je nachdem wie die Nummer ausgeht, auch längerfristig sein, dass die das Sprechen erst neu lernen müssen, irgendwann in der Reha. So, wie gesagt, von besagter Schülerin oder Teilnehmerin war die größte Angst, dass ihrem Mann was passiert. Den Samstag haben wir den Kurs gehabt, es war Montag und morgens sitzt ihr Mann am Frühstückstisch und ist irgendwie anders als sonst und kann sich nicht richtig artikulieren, kann ihr nicht richtig erklären, was das Problem ist. Worüber wir an dem Wochenende gesprochen haben, ist Folgendes. Wie kannst du verhindern, dass jemand tatsächlich in derartige Panik kommt? Es ist relativ einfach. Du redest mit dem in einer möglichst tiefen oder in einer relativ tiefen, beruhigenden Stimme. Guckt mal irgendwie, dass ihr Radio hört oder irgendwas in der Art. Versucht euch mal zu erinnern an Radio oder Fernsehen, irgendwann Late-Night-Shows, ne, zu gesetzterer Stunde, wo man dann etwas ruhiger, mit etwas tieferer Stimme spricht. Gegebenenfalls, gerade wenn es um den Lebenspartner, Ehemann, Ehefrau, wie auch immer geht, dann darf man demjenigen auch gern mal die Hand halten. Das geht.
Das gibt das Gefühl von Nähe. Was bei diesem ruhigen Reden passiert, und da gibt es tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse drüber, dass in dem Moment, wo in tieferer Frequenz, in ruhiger Stimme auf denjenigen eingesprochen wird, das direkt auf das Gehirn deines Gegenübers wirkt und beruhigend wirkt. Das klingt wahnsinnig komisch, das weiß ich. Ich packe dazu mal ein Video unten in die Videobeschreibung. Dieses Video ist auf Platt und ist von, wenn ich das richtig im Kopf habe, Dr. Andrew Haberman. Das ist ein Neurowissenschaftler aus Amerika, der sich diesem Thema unter anderem angenommen hat. Und als der das mal in einem Interview hat loswerden lassen, bin ich wirklich hellhörig geworden. Also, ihr redet mit ruhiger Stimme, in tieferer Stimme auf denjenigen ein. Wie kriegt ihr euch runter? Ihr macht das im Grunde mit einer Art On-the-Spot-Meditation. Dazu atmet ihr bis zu 5 Sekunden ein, haltet den Atem an, atmet aus bis zu 5 Sekunden, haltet den Atem an bis zu 5 Sekunden. Diesen Kreislauf macht ihr 3-mal und dann merkt ihr, dass eure Atemfrequenz und eure Herzfrequenz langsamer werden und ruhiger werden. Und jetzt seid ihr in der Position, dass ihr tatsächlich auch solche Gespräche führen und die richtigen Entscheidungen treffen könnt, weil eure komische CPU unmittelbar hinter den Augäpfeln richtig umspült ist. Das wird ansonsten mit zu schneller Herz- und Atemfrequenz nämlich wahnsinnig schwierig. Das und viel, viel mehr erkläre ich zum einen in meinen Büchern und das wird bei uns auf dem Hof in den verschiedenen Kursen hier auf dem Hof geübt. Da gehören noch viel, viel mehr Dinge dazu, wenn ich mich dazu mal auskaspern soll, wie man sich auf solche Ausnahmesituationen vorbereitet und wie man da vor allem mit einfachen Tricks und Mitteln durchkommt, dann haut es bitte unten in die Kommentare. Also, wir fassen zusammen. Schlaganfall erkennen, Arme heben lassen, geht nicht so richtig. Einen einfachen Satz nachsprechen lassen, geht nicht so richtig. Denjenigen die Augen schließen lassen, wird wahrscheinlich auch nicht richtig funktionieren. Denjenigen lächeln lassen, auch das wird relativ teilzeitoptimal funktionieren. Wenn einer oder alle dieser Punkte zutreffen, ist es allerhöchste Eisenbahn für einen Notruf und die Verdachtsdiagnose, Verdacht auf Schlaganfall. Und jetzt kommen wir nochmal zum blutigen oder unblutigen Schlaganfall. Bei älteren Menschen relativ häufig vertreten ist der sogenannte unblutige Schlaganfall, wo es einfach zu einer Verstopfung einer Arterie im Gehirn kommt. Das ist doof, weil unmittelbar hinter dieser Verstopfung geht das Gewebe zugrunde, weil es nicht durchblutet und nicht mit Sauerstoff versorgt wird. Beim Blutigen haben wir das Problem, dass unser Patient in den Schädel einblutet und dann genau dieselben Symptome zeigt wie bei einem regulären Schlaganfall. Das, und da ist der ganz große Haken an der Sache, passiert relativ häufig auch bei jüngeren Patienten und die werden immer jünger. Ein befreundeter Physiotherapeut hat mir erzählt, seine jüngste Patientin hat den ersten Schlaganfall im Mutterleib erlebt. Das ist verdammt früh, noch nicht mal auf der Welt und schon Schlaganfall. Das ist ein Start ins Leben und in die Welt, der richtig scheiße ist. Aber zu handeln. Kinex, ich hoffe, ich habe ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Wir haben ein paar Tage nach diesem Kurs dann die entsprechende Nachricht von unserem Kunden gekriegt. You got a proof of concept. Und diese Teilnehmerin soll tatsächlich dermaßen ruhig geblieben sein, dass sie sogar den Notfallsanitäter, der ein wenig fahrig und hektisch war, dass sie den beruhigt hat. Das finde ich geil. Wenn meine Schüler dazu in der Lage sind, habe ich irgendwas richtig gemacht. Kinex, mir war es ein inneres Blümchenpflücken. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks. Woohoo!